Guten Abend. Wer von euch freut sich sonntagsabends, montags auf die Arbeit zu gehen? Wow, okay, ein toller Querschnitt. Es gibt aber abertausende von Menschen da draußen, denen geht's komplett anders. Die befinden sich oftmals im Hamsterrad ihres Lebens. Denen geht's nämlich so, dass sie montagsmorgens den Wecker ungefähr fünfmal wegbuzzern, bis sie nicht mehr können, weil der Zeitdruck da ist und sie müssen aus dem Bett näher. Sie leben sogar von Wochenende zu Wochenende. Noch schlimmer, es gibt Menschen, die leben von Urlaub zu Urlaub, weil sie einfach nicht ertragen, was sie unter der Woche aushalten müssen und nur ihrer Rollenerfüllung frönen, die sie brav abliefern, aber dabei völlig vergessen, wie wunderbar vielfältig sie sind. Was sie noch können, was sie alles mitbringen, was sie aus ihrem Tag machen können, wie sie leuchten können, wie sie strahlen können. Aber alles wird brav gemacht, damit die Rolle stimmt, der Chef zufrieden ist und ich mir ein Lob nach dem anderen im Außen einkassieren kann. Da kriege ich einen Firmenwagen, da kriege ich ein bisschen mehr Gehalt. Wow, jetzt habe ich ein Team, wie führe ich das überhaupt? Macht nichts, egal. Ich folge treu meiner Rolle und am Ende des Abends oder am Ende des Tages bin ich zu Hause und frage mich, ist da nicht noch mehr? Ist da nicht noch viel mehr in meinem Herzen, was raus will, was gelebt werden will? Menschen, die erkannt haben, dass da noch viel mehr ist und die den Weg zurück zu ihrem Herzen gefunden haben, die kommen zu mir. Mein Name ist Christine Hartmann. Ich begleite Menschen dabei, den Jobfrust hinter sich zu lassen und mit Freude und Leichtigkeit den Job und die Lebensumstände zu finden, die sie nachhaltig glücklich machen. Dass sie morgens wieder gerne aufstehen, dass sie wissen, hey, ich habe so viel mehr der Welt zu geben und es gibt so wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten, mich einzubringen, als die brave, stupide Rollenerfüllung in irgendeinem dieser vielfältigen Unternehmen. Und viele haben Angst und sagen, oh, große Veränderungen, ich muss mein ganzes Leben hinter mir lassen, ich habe eine Familie, ich habe mir das aufgebaut, ich arbeite schon 20 Jahre in dem Unternehmen, ist ja furchtbar. Nein, ist es ja gar nicht. Ich möchte noch einmal kurz über die Berufung sprechen. Wir begeben uns auf den Weg unserer persönlichen Berufung. Und Berufung ist nicht diese eine in Stein gemeißelte Sache, wo jeder denkt, wuh. Berufung ist das, was wir erleben in unserem Leben, was wir gehen. Heute da, in 5 Jahren da. Und es ist gar nicht schlimm. Und viele sind gar nicht falsch da, wo sie sind. Sie müssen nur kleine Stellschrauben drehen. Und vielleicht fühlen sie sich dann schon viel, viel wohler. Dabei begleite ich Sie. Wer mich finden will, www.christinehartmann.de. Ich freue mich über jeden, der sich meldet. Vielen Dank.